Wir fangen mal mit Rom an und dann arbeiten wir uns mit St. Johann am Markt irgendwo hin. Aber nicht zu viel, ne? Sonst geht's bis morgen früh. Das sehen wir dann. Ja. Genau. Was noch so ist. Ja, wir haben ja ganz viel Spaß immer, ne, wenn wir die Sendung machen. Zum Beispiel geht unser Team dann öfters mal in die Kletterhalle. Die gibt es ja hier in Saarbrücken. Und wir haben auch einen Beitrag dazu. Genau, und, das seht ihr ja mal jetzt. Den können wir uns jetzt angucken. Ja, herzlich willkommen hier im Kletterzentrum Saarbrücken in der Mainzer Straße im Johanneshof. Ja, ich stelle euch gleich mal unsere Kletter- und Boulderhalle vor. Wir haben einmal den Kletterbereich mit einer Wandhöhe von 12 Metern und vorne den Boulderbereich, wo man in Absprunghöhe klettern kann. Natürlich musste dies auch jemand im Selbstversuch für euch testen. Lukas, the Cliffhanger Number One, Konrad, the Monkey und Sebastian, aka die Spinne, riskierten Kopf und Kragen für euch. Ab in die Kletterhalle. So, jetzt sind wir hier in der Kletterhalle angekommen. Die höchste Stelle seht ihr schon da oben. Da geht es bis zu 12 Meter in die Höhe. Wir haben zwei verschiedene Kletterbereiche. Einmal den Top-Rope-Bereich, wo man direkt, wo das Seil schon einhängt, wo man ans Seil klettert, was wir nachher auch versuchen werden. Das heißt, ihr dürft nachher auch mal die Wand hochgehen. Und wir haben hier den Vorstiegsbereich, auch da vorne. Das heißt, da hängt man sich das Seil selber ein. Im vorderen Bereich haben wir eine Deckenhöhe von 8 Metern. Im hinteren Bereich hier auf der Bühne kommen wir auf 11 Meter. Der höchste Bereich, wie schon gesagt, sind 12 Meter. Christina, die super nette Leiterin der Kletterhalle, gab uns nicht nur eine Top-Einführung in die Basics, wie zum Beispiel die speziellen Kletter- und Knotentechniken, sie sicherte auch jeden von uns während der jeweiligen Klettertour und sorgte somit dafür, dass wir nicht nur heil hoch, sondern auch wieder heil runter kamen. Klettern kann eigentlich jeder, der Spaß dran hat, vom Anfänger bis zum absoluten Freak, da ist in der Halle alles zu finden. Wichtig ist natürlich, man klettert immer zu zweit, einer klettert, einer sichert. Der sichert, muss die Sicherungstechniken natürlich beherrschen. Er muss die Knoten können, er muss wissen, wie man sichert, damit dem, der in der Wand hängt, nichts passiert. Für all diejenigen, die noch nicht sichern können oder sich die 12 Meter Kletterwand noch nicht zutrauen, bietet die Kletterhalle den Boulderbereich, welchen euch Christina jetzt vorstellt. Bouldern ist Klettern ohne Seil, das heißt, es ist für jedermann geeignet. Man kann auch ohne Vorerfahrung einfach zu uns kommen und in den Boulderbereich sich mal probieren. Das heißt, wir haben dicke Matten unten liegen, wenn man von der Wand abfällt, kann nichts passieren. Es ist immer in Absprunghöhe und da kann man sein Können an der Wand schon mal ausprobieren. So, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ihr seid an eure Grenzen gekommen. Wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, wir haben täglich geöffnet von 12 bis 23 Uhr, am Wochenende von 10 bis 22 Uhr. Ganz wichtig ist, wenn ihr klettern wollt, ist entweder bieten wir natürlich Kurse an oder ihr schnappt euch einfach jemanden, der schon Erfahrung im Sichern hat, der euch mal mitnimmt, dann könnt ihr es jederzeit mal bei uns testen. Für Studenten haben wir natürlich ermäßigte Tarife. Vielleicht auch noch interessant für Studenten, wenn ihr unter der Woche zwischen 12 und 2 Uhr kommt, ist es nochmal für alle günstiger. Das heißt, dann zahlen Studenten 6 Euro Eintritt plus gegebenenfalls Leihmaterial. Leihmaterial kann man bei uns auch leihen, Gurte, Schuhe, ist alles vorhanden. So, meine Freunde, das war's dann von uns. An dieser Stelle möchten wir uns beim Team der Kletterhalle und ganz besonders bei der Christina bedanken. Dann verabschieden wir uns mit einem Glück auf und hoffen darauf, dass ihr einschaltet, wenn es wieder heißt, drei Jungs wollen hoch hinaus. Toll, wie es der Spinnenmann Sebastian gemacht hat, oder?
Also es klingt auf jeden Fall nach einer Menge Spaß. Also ja. Wenn man Orga-TV guckt, weiß man immer, was am nächsten Tag machen muss. Das ist das Beste überhaupt im Orga-TV, würde ich sagen. Ja, aber was zum Beispiel zum Thema jetzt, was du später machen willst, ne? Wenn du ja studierst, dann musst du ja irgendwo Arbeit finden. Dazu brauchst du erstmal so Bewerbung. Stimmt, irgendwann sollte man mit dem Studium fertig werden. Ja, eigentlich schon, laut Plan. Und dann musst du ja auch dich irgendwo bewerben und dann hast du auch ein Bewerbungsgespräch meistens. Ja, das stimmt. Hast du schon mal ein Bewerbungsgespräch gemacht? Ja, ich habe T2. Ich habe ja in der WWSB gearbeitet und da habe ich mal so ein Bewerbungsgespräch gehabt, aber das war ganz locker. Also ich habe gefragt, ob sie eine Arbeit für mich haben. Die haben mich eingeladen, ich bin hingegangen, wir haben ganz kurz geredet und dann ging es schon los. Aber einmal, da habe ich sogar ein Assessment Center gemacht. Oh cool, was hast du denn da gemacht? Das war ein Pluscard für Sparkasse, kennst du das? Ja. Da sind alle Kreditkarten irgendwie in einem. Und auf jeden Fall sind wir dann eingeladen worden. Es waren, glaube ich, so 8-9 Personen. Und in der ersten Stufe mussten wir ganz normal die Bewerbungsgespräche machen, einen ganz normalen Stoff. Wir mussten zum Beispiel erzählen, was wir bisher alles gemacht haben, welche Vertiefungen wir bisher hatten, Praktikas und so ähnliche Sachen halt. Ja. Und es wurde zum Beispiel auch gefragt, welche Stärken und Schwächen wir haben. Das ist ja immer so dieser Knüller. Was hast du da gesagt? Oh, ich habe da eigentlich, kann ich mich nicht so richtig erinnern, ich arbeite sehr viel, ich sollte mir da ein bisschen pausen. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau, aber das ist immer so eine schwierige Frage. Was würdest du dann da zum Beispiel sagen? Deine Schwächen? Meine Schwächen? Dass ich manchmal am Anfang ein bisschen schüchtern bin und erst dann aus mir rauskommen muss. So was Ähnliches. Ja. Aber das geht ja immer sehr schnell. Muss man ja, eigentlich schon. Sagen. Merkt man hier bei OrgaTV. Genau. Ja, auf jeden Fall. Danach wurden wir in einem Zimmer einzeln genommen und mussten dann ein bisschen Englisch labern, um einfach zu sehen, ob wir Englisch halt gut genug beherrschen, um dort noch zu arbeiten, wenn Kunden oder so kommen würden. Und dann mussten wir was war dann noch? Achso, so einen Fragekatalog mussten wir noch ausfüllen. So kritische Fragen und wie wir halt darauf reagieren und ähnliche Sachen. Und zum Schluss sind wir wieder in einem Zimmer und wir haben dann telefoniert. Also bei mir war zum Beispiel eine Dame, die gefragt hat, wo sie Urlaub machen kann am besten. Also ich sollte ihr einen Urlaub verkaufen. Und ich habe ihr natürlich meine Heimatstadt dann erklärt. Ja, natürlich. So, immer einfach, man sollte das nehmen, was man auch richtig gut kann. Und das hat dann den ganzen Tag gedauert, oder was? Das hat den ganzen Tag gedauert. Also wir waren morgens schon dort und sind erst so gegen 5 Uhr, 6 Uhr oder so sind wir sogar rausgegangen. Also mit Pausen natürlich und alles, aber... Hast du es geschafft? Ja, ich hatte es zwar geschafft, aber wir mussten einen Monat lang eingearbeitet werden und ich hatte noch eine Klausur im zweiten Arbeitstag. Das heißt, 16 Stunden hätte ich da verpasst und deswegen haben die gemeint, das ist ein bisschen so kritisch, hätte ich vielleicht auch vorher sagen sollen. Oh, das ist ja fies. Ja, aber gut. War meine Erfahrung. Übrigens, man kann auch so Assessment Center Übungen hier bei Professor Scholz machen. Ja. Lehrstuhl. Ich war da. Warst du da auch? Nein. Nee? Okay. Ich war da und das war auch ganz interessant. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass man von Anfang an beobachtet wird, wenn man zum Beispiel reingeht. Ja. Oder dass zum Beispiel sein kann, dass jemand aus dem Team, also aus den Mitarbeitern, so tut, als wäre einer der Bewerber, um zu sehen, was die untereinander so reden. Also ganz interessante Sachen würde ich auch empfehlen, allen, schon ein bisschen die fies, das machen wollen. Ja gut, gehört halt dazu, wird man dafür trainiert. Ja, eigentlich schon. Was meinst du, wenn ich jetzt ein Bewerbungsgespräch habe, meinst du, ich kann da so hingehen? Kommt drauf an, wohin du willst. Wenn du in einem großen Unternehmen gehst, würde ich da ein bisschen schicker hingehen, aber ansonsten, warum nicht, wenn du zum Beispiel New Yorker oder so ähnliches. Meinst du? Also ich weiß du nicht. Du vertraust mir wohl nicht. Nein, ich vertraue dir echt nicht. Ich würde da lieber so ein paar Experten fragen. Fragen wir doch unsere Experten. Ja, gucken wir uns einen Beitrag an. Hier läuft's. So, und jetzt sind wir hier im Check & Jones mit dem Daniel. Hallo. Hallo. So, also wenn man sich hier bewerben will, was sollte man denn optimalerweise anhaben? Normalerweise so ein Hemd, also am besten alles von Jack & Jones, ein Hemd, eine Hose und Schuhe von Jack & Jones. Mal gucken, dass man halt rasiert ist, also nicht jetzt mit dem Bart kommen oder so, also schon ein gepflegtes Äußeres. Und wo wird auf welche Charaktereigenschaft oder auf welches Verhalten wird hier besonderen Wert gelegt? Locker, also wenn man zu verspannt ist oder so, also ist es dann eher nichts, aber man muss halt auf die Kunden zugehen, man muss locker sein, man muss immer lächeln, ja. Und gibt es auch hier ein paar No-Gos, die überhaupt nicht gehen?
wenn man ruhig ist, wenn man gar nicht auf die Kunden zugeht, unfreundlich ist, also so wie es im Einzelhandelsgeschäft ist, also Unfreundlichkeit und ungepflegtes Äußeres geht gar nicht. Deswegen schon gucken, dass man freundlich und ja. Ja, genau. Gut, dann mal vielen Dank und tschüss. Hallo, ich bin hier im Fitnessloft mit der Claudia und meine erste Frage an dich wäre jetzt, wenn ich mich jetzt hier im Fitnessloft bewerben mag, wie sollte das äußerliche Erscheinungsbild denn sein? Also es ist kein Muss, dass man hier direkt in sportlicher Kleidung auftritt, sollte einfach immer sauber und gepflegt sein vom Erscheinungsbild her, nicht zu schick, halt, dass es hier auch in die Umgebung passt, einfach so alltagstauglich und halt schon darauf achten, dass man beim Bewerbungsgespräch ist und vielleicht jetzt nicht in Sporthose kommt, auch wenn man hier im Fitnessstudio ist. Okay, super. Und so vom Auftreten her charakterlich, wie sollte man charakterlich gestrickt sein, um hier im Fitness zu arbeiten? Also man sollte auf jeden Fall offen sein, kontaktfreudig, auch gern was mit Menschen zu tun haben. Man kann auch am Anfang schüchtern sein, es legt sich hier relativ schnell. Also es war bei mir persönlich auch so, dass ich am Anfang eher etwas ruhiger war, aber das kommt mit der Zeit. Halt offen mit Leuten umgehen, auch gern mit Leuten zu tun haben, weil das halt Dienstleistungsunternehmen ist und wir verkörpern halt den Spaß am Sport. Okay, gibt es ein No-Go? Also wie schalte ich von vornherein aus? Also bei uns ist es halt so, wir bekommen viele Bewerbungsschreiben, bei der die erste Seite direkt voll übersät ist mit Rechtschreibfehlern. Das ist bei uns wirklich so ein Kriterium, da sagen wir No-Go. Ich meine, das kann man ja gerne mal von einer anderen Person überlesen lassen, dass man halt die Rechtschreibfehler behebt. Und es gibt auch Leute, die haben dann die falsche Anrede oder schicken es ans falsche Unternehmen. Das sind auch so Sachen, da denken wir so, ja, ein bisschen mehr Mühe geben, wäre auch schön gewesen. Okay, gut, vielen Dank und vielleicht kommt dann nächstes Jahr noch jemand vorbei. So, und ich bin jetzt hier bei der Community mit dem Geschäftsführer, dem Herrn Philipp Rocher. So, und von Ihnen würde ich jetzt mal gerne wissen, wie man sich bei Ihnen bei einem Bewerbungsgespräch am besten anziehen sollte. Also bei uns geht es ganz wichtig um Aussehen. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern ein sauberes Aussehen in dem Sinn. Auch die Farben sind bei uns sehr wichtig. Wir bevorzugen auf jeden Fall Schwarz und Gold. Das gehört ja auch in unserem Logo und so weiter. Das ist bei uns super, super wichtig. Aber viel mehr als das Aussehen zählt bei uns auch das Charakter. Und allgemein einfach locker und cool drauf sein, da wir hier in der Froschengasse sind und das ist sehr stylisch hier, die Leute sind sehr aktiv und sehr freundlich, sehr fröhlich und wir versuchen so gut wie möglich uns da anzupassen. So, dann vielen Dank für das Gespräch und noch einen schönen Tag. Bitteschön. Weißt du, was ich gehört habe? Was denn? Dass, wenn man sich irgendwo bewirbt, dass die Arbeitgeber dich dann im Internet googeln. Ah, das stimmt. Weil die wollen rausfinden, was du so zum Beispiel bei Facebook postest, was für Bilder du hast. Und wie du einfach im Internet präsent bist. Das stimmt. Ich habe auch gehört, die schauen in Facebook, StudiVZ, in Wer kennt wen und in auch anderen Sachen. Also jetzt ist es ja ein bisschen schwieriger geworden, weil man das auch sperren kann. Aber früher war es ja ganz schlimm, zu unserer Zeit noch, zu der Zeit von StudiVZ. Ja, zu eurer Zeit. Da gab es auch lustige Sachen in Gruppen. Ich habe nämlich von jemandem noch gehört, dass er zum Beispiel bei einem Gespräch war, auch in einer Bank, und dann wurde ihm tatsächlich gefragt, warum er in der Gruppe ist, meine Schlafzeiten kollieren mit meinen Arbeitszeiten. Überleg dir das mal, das gibt's nicht. Es gab auch andere lustige Sachen. Überleg mal, was ist, wenn die dich fragen, warum teilen sie heimlich durch Null? So eine Gruppe oder gibt's? Oder kein Alkohol ist auch keine Lösung oder sowas ähnliches. Man muss erst mal antworten. Ha? Ja, da muss man auch gucken, wo man überall geliked hat. Ne? Ja, genau. Es gibt ja auch noch Leute, die dann kurz vorher einfach ihre Gruppe so verändern, ihre ganzen Sachen. Also so mit Anzug und alle Gruppen löschen, alle Fotos löschen, nur Sachen, die die Unternehmen dann hören wollen. Also benutzen es irgendwie wie Xing. Ja gut, aber im Internet wird sowieso alles gespeichert. Also irgendwie finden sie es dann trotzdem, meinst du? Ja. Du empfiehlst also unseren Zuschauern nicht Facebook und ähnlichen. Denn die sollen sowas einfach gar nicht online stellen. Zum Beispiel so Bilder, wo man dann so sieht, wie die so halb tot in der Ecke liegen mit der Bierflasche noch in der Hand. Sowas sollte ja nicht bei Facebook sein. Irgendwie macht das schon Spaß, muss man ja sagen. Ja, das macht Spaß, aber wenn du dich bewirbst. Ja, genau. Kann man nicht beides haben. Also ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal noch einen zweiten Teil an vom Vorstellungsgesprächbeitrag. Mal sehen, was die Professionellen dazu sagen. Genau. Also ich bin jetzt hier mit dem Alessandro vom Starterzentrum, der uns jetzt mal überhaupt erst erklären wird, was überhaupt das Starterzentrum ist.
Das Starterzentrum ist eine Institution, die zur KWT gehört. KWT steht für die Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer der Universität des Saarlandes. Und wir unterstützen, wie der Name schon sagt, Studierende, Absolventen und auch Wissenschaftler, aber auch Professoren, dabei ihre Ideen, ihre Forschungsergebnisse zu transferieren in die Gesellschaft in Form von Unternehmensgründungen. Und ein Teil davon, von dieser Fördermaßnahme oder von diesen Unterstützungsmöglichkeiten, ist das Starterzentrum. Hier hat man die Möglichkeit, sich Büroräume anzumieten, Labore anzumieten. Man hat die Möglichkeit, Schulungsräume zu nutzen für die Mitarbeiter. Man kann aber auch Seminarräume nutzen. Und dann gibt es noch weitere Angebote wie Workshops oder auch Gründercups, Planspiele, computergestützte Planspiele. Oder was natürlich ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit ist, sind die Beratungsleistungen, unserem Beratungs- und Informationscenter. Das heißt, jederzeit können Wissenschaftler, Studenten, Absolventen zu uns kommen, dass wir uns einfach mal über die Ideen unterhalten und zusammen, beziehungsweise auch die Gründerinnen und Gründer dabei unterstützen, daraus ein tragfähiges Geschäftsmodell zu machen. Und wenn man jetzt so ein Angebot annehmen möchte, wie sollte man denn am besten optisch kommen zum Vorstellungsgespräch? Also wenn man eine gute Idee hat, als Student ist es erstmal egal, wie man jetzt kommt. Ja. Also man sollte natürlich schon angezogen sein. Aber im Grunde genommen ist es hier eine recht lockere Atmosphäre. Und wichtig ist es, ja, dass man gut vorbereitet ist, inhaltlich. Dass man sich vorab vielleicht schon auch mit der Thematik, mit dem Markt etwas beschäftigt hat. Und dann kann man sich einfach mal mit uns darüber unterhalten, mit meinen Kolleginnen oder mit mir. Und danach gibt es natürlich dann, das ist ja das erste Beratungsgespräch, das man dann hat. Wenn man dann tatsächlich Interesse hat, einen Raum oder ein Büro anzumieten, dann findet wieder ein Treffen mit der Geschäftsführung statt. Dann sollte das Ganze schon etwas vorbereiteter sein. Und um auf die Frage zurückzukommen, wie sollte man denn angezogen sein? Also in unseren Augen spielt das eher eine untergeordnete Rolle. Natürlich vermittelt das den ersten Eindruck einer Gründerin oder eines Gründers. Aber im Grunde genommen kommt es einfach auf den Inhalt an und auf die Motivation, auf das Engagement und auf den Menschen an sich. Gibt es dann auch ein No-Go bei einem Vorstellungsgespräch oder ist alles erlaubt? Ja, natürlich ist alles erlaubt. Wir beschäftigen uns hier ja mit kreativen, mit verrückten Ideen. Mit Hirngespinsten, wenn man das auch so sagen mag, manchmal auch mit ganz innovativen, vielversprechenden Ideen. Also bei uns sind keine Grenzen gesetzt. Und ansonsten gelten natürlich die üblichen Umgangsformen. Gut, dann vielen Dank fürs Gespräch und noch einen schönen Tag wünsche ich. Danke. Danke. Ist das so warm hier. Ja, wahrscheinlich, weil wir hier im Studio sind. Ja, aber trotzdem, das Wetter ist besser als geworden. Ich finde, man sollte jetzt in Urlaub fahren. Ja, das stimmt. Und vor allem, man kann sich ja wirklich leisten, ein paar Tage einfach wegzugehen. Na, ist eigentlich ja nicht so nicht. Als Student. Das ist schon teuer, wenn du jetzt nach Portugal oder so fährst. Zeitlich passt es eigentlich, sind die Flüge auch nicht mehr so teuer wie vorher. Also Man findet ja diese Ryanair und EasyJet und ähnliche Sachen. Ja gut, die Flüge, aber das Hotel ist trotzdem teuer. Ja, soll ich dir was sagen? Ja. Ich habe die Lösung für dich. Und das sehen wir nämlich jetzt. Hast du schon mal was von Couchsurfing gehört? Meinen Sie jetzt Kitesurfing oder? Nein. Ja. Von Couchsurfing habe ich noch nichts gehört. Ne? Ja, ich habe schon was gehört. Couchsurfing, genau. Ja, habe ich gehört. Nee, nie gehört. Also ich habe das schon mal gehört. Ein paar Freundinnen von mir haben das schon ausprobiert. Ah, wo man in die Städte geht und dann bei anderen auf der Couch schläft, die man nicht kennt, gell? Ich habe eine grobe Vorstellung davon. Also das heißt, jemand pennt bei mir auf der Couch oder ich penne bei irgendjemandem einfach irgendwo. Internetplattformen wie zum Beispiel Couchsurfing.org haben eine ganz neue Art und Weise zu reisen verbreitet und eine eigene Welt kreiert, bestehend aus Gastfreundlichkeit und Kulturaustausch. Nicht jeder kennt nun mal überall Leute, bei denen man mal schnell für ein paar Tage unterkommen kann. Stuttgart, Sydney oder San Francisco. Couchsurfer gibt es überall. Aber gibt es sie denn auch in Saarbrücken? Kannst du dir denn vorstellen, das selbst mal zu machen?
Es kommt auf den Mensch an, wenn mir derjenige sympathisch ist, klar, sicher, hätte ich damit kein Problem. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich, glaube ich, zu viel Angst. Wieso nicht? Finde das eine tolle Sache, habe schon überlegt, ob ich sowas nicht auch mal ausprobieren sollte. Weil ich finde das also viel besser, als irgendwo ein Hotel zu suchen. Man hat eher Kontakt mit den Leuten, das ist also eine super Sache. In der Notlage vielleicht schon, aber normalerweise würde ich mir, wenn ich irgendwo bin, ein Hotel suchen. Wenn ich sicher bin, dass es so ein Risiko ist, ja, vielleicht. Nein. Vielleicht als Zwischenziel, um weiterzureisen, ja. Aber sonst? Nee, ich persönlich nicht, aber schon Freunde. Und die waren alle ziemlich begeistert. Also in Sizilien, glaube ich, und Rom. Also ziemlich teure Städte und dann kostenlos übernachten. Gute Sache. Ich weiß es ehrlich gesagt, ich habe viel zu große Angst davor, an jemanden zu geraten, der es nicht ernst meint mit der Sache. Und wenn ich in irgendeiner Stadt bin, auf einmal vor der Tür sitze, ist das ja auch nicht Sinn der Sache. Also ich habe deswegen Respekt davor. Okay. Würdest du denn selbst Couchsurfing bei dir aufnehmen? Kommt drauf an. Ja, nee, ich weiß nicht mehr. Ich persönlich. Keine Ahnung, ich verreise nicht mehr so viel, aber warum nicht? Kommt echt, glaube ich, auf die Sympathie drauf an, ob ich an dem Tag auch gerade irgendwie Bock habe, jemanden bei mir zu haben oder sowas. Das ist echt stimmungsabhängig, aber prinzipiell wäre ich, glaube ich, schon bereit dafür. Ja, ich auch. Also ich bin immer froh, wenn man andere Leute kennenlernt, Kontakte knüpft. Okay, eine super Idee. Und für junge Leute auf jeden Fall was für den Geldbeutel. Ich kann mir vorstellen, sowas zu machen. Ich glaube, ich hätte mehr Angst, jemand Fremdes in meine Wohnung zu lassen. Nee, da hätte ich zu viel Schiss. Also, wer weiß, wo man da dann endet und nee, wäre nichts für mich. Also, alleine glaube ich nicht. Vielleicht besser mit einer Freundin. Wenn ich alleine wohnen würde, nein. Und auch kein männliches Wesen, sondern doch eher eine Frau. Glaube ich schon, ja. Ja, kommt auch an, wer. Je nachdem. Müsste man halt mal drüber nachdenken. Ja. Ich war erstaunt, wie viele Couchsurfer es in Saarbrücken gibt. Das Netz ist voll mit Saarbrückern, die andere Couchsurfer hosten oder auch selbst auf fremden Couches surfen. Das Prinzip ist einfach. Man sucht sich eine Stadt und klickt sich durch ein paar Profile. Auf diesen Profilseiten kann man einiges über die Couchsurfer erfahren. Gäste und Hosts haben dadurch die Gelegenheit, einander erst einmal beschnuppern zu können. Vergangene Gäste können die Couchsurfer bewerten und Referenzen hinterlassen. Hat man dann einen sympathischen Host gefunden, schickt man ihm eine Anfrage, um zu erfahren, ob er zurzeit Couchsurfer aufnimmt. Und wenn er zusagt, dann kann das Couchsurfen losgehen. Und das Beste daran ist, es ist auch noch alles kostenlos. Wow, richtig cool finde ich das. Ja. Könntest du dir sowas vorstellen? Also die Idee ist ja cool, aber ich glaube, als Frau ist es ein bisschen gefährlich, wenn du so allein... So irgendwelche perversen Dinge. Ja, wieder. Genau. Man weiß ja nicht, wen man da trifft, wenn man da... Ja, aber man geht ja normalerweise nicht alleine eigentlich Urlaub machen. Das heißt, du könntest mit einer Freundin oder mit einem Kumpel dann hingehen. Also ja, wenn man so mehrere Leute ist. Ich finde es richtig cool. Dann ist eine gute Idee, weil dann kann die Person dir auch zeigen, was da in der Stadt los ist. Von Clubs, Bars oder Sehenswürdigkeiten. Man lernt direkt Leute kennen. Genau, ja. Das ist schon eine tolle Sache, muss man sagen. Also ich hätte ja eigentlich Lust, so in die Ukraine zu fahren, dann jetzt mit Couchsurfing und so. Ist eine gute Idee, findest du nicht auch? Kann man sehr gut kombinieren. Wegen der EM jetzt zum Beispiel. Boah, das wäre wirklich, vor allem weil die Hotels ja alle schon voll wären, das wäre die Möglichkeit, ja. Eine super Alternative. Eigentlich schon. Apropos EM, wir haben einen super Beitrag über die EM und nach dem Beitrag können wir noch darüber schwätzen. Was meinst du? Ja, gucken also wir uns gut, mal an, was das an. Ist. Endlich ist es wieder soweit. Die EM 2012 startet am 8.6. Wir werden euch jetzt kurz das Turniersystem und die einzelnen Gruppen vorstellen. Die Spiele der Gruppe A beginnen am 8. Juni. In dieser Gruppe befinden sich Polen, Griechenland, Russland und Tschechien. Die Gruppe B, die Killergruppe, in der Deutschland, Niederlande, Dänemark und Portugal spielt, beginnt am 9.6. Am Samstag, den 9.6., spielt Deutschland gegen Portugal. Am Mittwoch, den 13.6., spielt Niederlande gegen Deutschland. Und am Samstag, den 17.6., spielt Dänemark gegen Deutschland. Die Gruppenrunde der Gruppe C beginnt am 10. Juni. In dieser Gruppe spielen Spanien, Italien, Kroatien und Irland.
Die letzte Gruppe, die Gruppe D, besteht aus Frankreich, England, Schweden und der Ukraine. Diese Spiele beginnen am 11. Juni. Was ist dein Tipp für das Spiel Deutschland gegen Portugal? 3:1 für Deutschland. Es wird 3:1 für Deutschland. 2:1. 3:1 für Deutschland. 2:1 für Deutschland. Elfmeterschießen, 2:2. Ich glaube, es wird unentschieden enden. Mein Tipp wäre 2:2. Das Turniersystem ist folgendermaßen aufgebaut, dass nach den Gruppenrunden das Viertelfinale beginnt. Das erste Spiel des Viertelfinales ist am Donnerstag, den 21. Juli, in dem der Sieger aus der Gruppe A gegen den Zweiten aus der Gruppe B spielt. Am Folgetag, am 22. Juni, spielt der Erste aus Gruppe B gegen den Zweiten aus der Gruppe A. Samstag, den 23. Juli, spielt dann der Erste der Gruppe C gegen den Zweiten der Gruppe D. Und Sonntag, den 24. Juli, der Erste aus der Gruppe D gegen den Zweiten aus der Gruppe C. Nach einem für Deutschland hoffentlich gelungenen Viertelfinale starten wir am 27. Juli in das Halbfinale, in dem der Sieger aus dem Viertelfinale 1 gegen den Sieger aus Viertelfinale 3 spielt und am 28. Juni der Sieger aus Viertelfinale 2 gegen Sieger aus Viertelfinale 4. Am 1. Juli ist es dann soweit, das Finale, in dem die Sieger der beiden Halbfinale gegeneinander spielen. Wer ist dein Favorit für die EM 2012? Holland. Deutschland. Ich hoffe auf Deutschland, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich klappt. Frankreich. Ganz klar Deutschland. Deutschland! Deutschland! Spanien. Wer ist dein Lieblingsspieler bei der Nationalmannschaft? Toni Kroos. Miroslav Klose. Per Mertesacker. Ah, Özil. Das ist ganz klar der Mesut Özil. Bastian Schweinsteiger. Ich bin mal gespannt, wie Gomez spielt. Gomez ist halt auch meiner Meinung nach ein wichtiger Erfahrungsträger, aber wir wissen ja alle, dass er ab und zu mal ein bisschen patzt. Ne? Mario Gomez, nix Mario Gomez. Ich bin ein großer Fan der deutschen Defensive, ich bin Per Mertesacker, sag ich einfach. Herr Schäfer, wo sehen Sie die Stärken der deutschen Nationalmannschaft? Ja, eindeutig im Mittelfeld, im kreativen Mittelfeld. Wo sehen Sie die größte Schwachstelle der Mannschaft? Ja, die Innenverteidigung, die ist jetzt nicht eingespielt. Man weiß noch nicht, ob Hummels und Bartstuber oder Mertesacker und Bartstuber spielen. Ich würde mir Mertesacker wünschen, da er international erfahrener ist. Ihre Prognose über den Verlauf der EM, wie weit wird Deutschland kommen? Ja, ich denke, es wird ein holpriger Start. Ein 1:1 gegen Portugal zu Beginn, dann Siege über Holland und Dänemark. Ja, und dann K.O.-Phase, da ist alles drin. Da kommt es auch etwas aus Losglück an. Aber ich denke, das Finale ist auf jeden Fall drin. Wow, wie ich mich drauf freue. Das heißt, einen Monat lang leider nicht lernen. Ja, das ist wie nicht gut. Ich machen? Ja, schau mal, Fußball und dann Bier und... Ja gut, bei den Deutschlandspielen ist man auf jeden Sonne. Fall verpflichtet zu gucken. Ne? Ja, für wen bist du denn eigentlich? Ja, für Deutschland. Für Deutschland natürlich. Ihr spielt hier gegen Portugal. Und wir haben gegen Portugal 3:1 gewonnen als Türkei. Mhm. Das müssen wir erstmal nachmachen. Ja, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Denkst du? Ja, mindestens 3:1. Ich bin mal gespannt. Aber ich bin jetzt auch für Deutschland, da wir ja nicht dabei sind. Sollen wir nicht mal tippen? Ah, das ist eine super Idee. Lass uns mal tippen. Und zwar haben wir einen super Kalender für euch vorbereitet, damit ihr es auch live verfolgen könnt. Und wir tippen mal für Gruppe B. Was denkst du? Niederlande gegen Dänemark. Wer gewinnt? Du Experte. Ja, ich der Experte. Ich weiß es nicht. Ich bin unentschieden. Unentschieden. Okay, ja. Sagen wir mal unentschieden. Ich glaube, Dänemark ist auch sehr in Form. Sagen wir mal 2:2. Genau. Deutschland gegen Portugal? Deutschland! Und? Das Spiel? Wie viel? 3:1. 3:1. Ich glaube, 2:1, so gut wie die Türkei. Realistischer, glaubst du? Wird das irgendwie nicht werden. Ich bin recht objektiv, wie man sieht. Ja. Und dann Dänemark gegen Portugal? Portugal. Ich habe so das Gefühl, dass du einfach mal was sagst jetzt, oder? Ja, ich sag einfach irgendwas. Sagen wir mal 1:0. Deutschland gegen Niederlande? Deutschland 2. Nee, das tippen wir erst nächstes Mal. Ach so, das ist okay. Da haben wir nämlich Sendung. Genau, Dänemark, Portugal eigentlich auch. Naja, ist schon zu spät. Ist gut, das war's schon. Und wir werden gleich weiterarbeiten, wie ihr wisst. Wir haben eine Menge zu tun.
Wir fangen gleich damit an. Ja, auf jeden du kannst Fall. Es mit den Augen aufmachen, oder? Hast du letztes Mal gemeint? Ja, klar, auf jeden komm, Fall. Keine Frage. Nein, ich will es nicht heute, naja, vielleicht gut. Später. Okay, auf jeden Fall Prost an euch alle und wir sehen uns das nächste Mal. Hopp, hopp. Bis dann. Tschüss.